So, willkommen zu My Test It Will. Folge 35. Ich wollte gerade überlegen, ob ich Folge, Aufnahme, Level sage, was ja alles falsch wäre. Also, auch beim Licht. Aber alles andere halt. So, wieder vor dir unterwegs als Ronix International. So, Dach haben wir fertig. Das heißt, ja, wir machen hier weiter. Yay, voll geil und so. Irgendwie ist gerade die Aufnahme so ein bisschen komisch. Ist aber normal. Okay. Aha, na gut, okay. Genau, wir mussten hier draußen, wir müssen jetzt draußen noch weiter arbeiten, und zwar wegen dem Ding da. Da würde ich mal sagen, ich mache einfach mal das hier und dann hänge ich die einfach so ran. Das sollte funktionieren. Und dann braucht man nämlich noch eine Reihe, weil da ist ja noch eine Lücke, das heißt, wir müssen das doch ein bisschen weiter überhängend machen, damit es da quasi wirklich nicht reinregnet. Bei unserer offenen Konstruktion. Ich meine, es ist natürlich schon schön, dass im Sommer oben die Wärme quasi austreten kann. Das heißt, die Wärme kann sich zwar im Dach stauen, aber nicht hier im Wohnbereich. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass es reinrinnen kann. Ja, wobei eigentlich nicht, aber ja, egal. Wir machen auf jeden Fall noch eine Reihe ran. Dann ist gut. Ja, hier siehst du, hier unten kann ich sprinten. So wie es sein soll. Lag also wirklich daran, dass die Sprint-Mod nicht mit der mit den Slabs klarkommt. Weil ansonsten hat sich nämlich nichts geändert. Es ist nämlich immer noch genau der gleiche Tag, wo von der vorigen Woche. Ich habe jetzt gerade, bin gerade dabei, zwei Wochen mit einer aufzunehmen. Ja. Einfach, weil ich es kann. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Aufnahme jetzt mache, ob ich die nur eine Viertelstunde mache oder eine halbe Stunde. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, so viel liegt eigentlich gerade nicht an. Ich wollte nur ein bisschen hier Dach fertig machen und jetzt vor allem auch mal Feld und so. Also würde ich mal sagen, ich bleibe doch bei einer Viertelstunde, weil für eine halbe Stunde, das wären zwei Stunden insgesamt. Ich glaube, so viel ist gar nicht zu tun gerade. Da müsste ich jetzt überhaupt was überlegen, was wir machen könnten in der Zeit. Außer hier Kisten sortieren, was wir unbedingt echt mal tun müssen. Danke dafür. Andererseits, jetzt erstmal hier Feld abernten und dann gucken wir mal weiter. Jetzt mal alles raus hier. So. So, ich glaube mal bei Reis bekommen wir jetzt ein Feld voll. Müsste eigentlich funktionieren. Doch, doch, passt. So. Das ist das Schöne, wenn man hier direkt am Haus irgendwas macht, irgendwas baut, dann wechselt sich alles wunderbar. Wobei der natürlich nicht gewachsen ist, weil der wahrscheinlich immer genau aus dem Block raus, also aus dem Bereich raus war. Ja gut. Kann passieren. Ist nicht weiter tragisch. So, die wachsen noch. Die hatten wir ja vor kurzem erst geerntet. So, ist hier alles wieder bereit. Wobei wir bei den Kartoffeln mittlerweile, also bei den Kartoffeln und bei den Gurken, mittlerweile echt mal einen Stopp einlegen könnten. So viel wie wir da jetzt schon haben.
Sache ist nur, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was wir das jetzt sonst noch so pflanzen könnten. Hä? Ach ja, diese automatische. Ja. Erst hat automatisch ein Stack so verschoben, dass ich jetzt gleich hätte weiterpflanzen können. Ja, Automatik und so. Das Spiel ist ja modern. So. Gut, und dann werden wir auf jeden Fall, wenn wir hier mit dem Feld fertig sind, habe ich gerade überlegt, könnten wir auf jeden Fall mal anfangen, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen bei den Kisten mit Dwarven. Dass wir quasi, wir haben eine Küche und wir haben diesen Raum, wo die Kisten jetzt schon stehen. Und da, wo die Kisten jetzt schon stehen, da ist quasi der allgemeine Lagerbereich und die offene Küche, also quasi hier, dieser kleine Raum. Da machen wir den Dwarven hin, wo alles, was so Gerichte ist und so, also hier alles, was irgendwie in Thema Nahrung passt, quasi. Ja, machen wir das ein bisschen. Was mache ich hier gerade? Reis. Oh, ich weiß ja vorne. Diesmal hier von einem Filler voll bekommen. Also von bei dem auf jeden Fall ja. Da sieht es gut aus. So, ja. Endlich mal einigermaßen volle Felder, was Weizen und so angeht. Müssen wir nur noch gucken, dass wir ein bisschen die Produktion endlich mal steigern von Wolle, damit wir uns endlich mal ein paar Rucksäcke bauen können. Das wäre mir persönlich ganz genehm. Da können wir natürlich auch ein bisschen größere Wanderungstouren machen, gerade so in Bezug jetzt wegen Mineralien suchen, ne? Also Sachen wie Eisen und so. Okay. Oh, er hat hier das Falsche gepflanzt. Lol. Kann ja mal passieren. Ist keine reine Rassenzucht mehr hier, Alter. Ist ja Ausländer quasi. Ronny, bist du tatsächlich Ausländer? Auf den Feldern? Ja. So. Aha, danke dafür. So ist natürlich hier genau jetzt so voll alles, danke dafür. Perfekt. Okay. Feld ist fertig. Dann geht's jetzt an die Kisten. Da brauchen wir viel gut Holz. Und zwar brauchen wir erstmal primär ganz viele Kisten. Und zwar richtig scheiße viele Kisten. Ich schmeiße die ganze Kacke jetzt mal hier rein. Auch wenn manches hier woanders drin ist, ist mir das gerade sowas von egal. Du kommst mal kurz raus, du kommst mal kurz raus. Du kommst kurz raus. Alles, was so Holz irgendwie zu tun ist. Also, viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Okay, gut, dann heißt es jetzt wie folgt.
Zuallererst brauche ich hiervon ganz viel Holz. Na, alles wahrscheinlich nicht. Wobei, nein. 80, 80, 80, 80, 80, 80. Oh. So, bam. Okay. Und dann haben wir jetzt hier 10, 20. Und, oh, das reicht gar nicht. Klar. Ja, und einmal kann natürlich wieder nicht. Ach, so schwer. Ich will noch einmal Holz irgendwo rumzuliegen. Oh, ich hasse euch so sehr. So, wir sind angekommen. Hi. Alter, was ist das jetzt? Das wird mir eine Holz. Ich hab euch alles so die Fresse breit. Ich hab euch alles so die Fresse breit. Warum ist der weggegangen? Was soll denn das? So, du kommst jetzt bitte wieder weg. Du bist da komplett viel am Platz. So, und die Sachen können wir jetzt aufbauen. Das heißt, hier, wie gesagt, alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Ich weiß gar nicht, machen wir das als 3x4, also so hier. Und dann hier noch. Also, passt nur dann. Das würde gar nicht passen. Das ist natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir hier noch ein bisschen Holz hin, damit das besser aussieht. So, perfekt, geil, sehr schön. So, hier kommt dann so Kacke hin wie zum Beispiel der Ofen jetzt. Den muss ich aber erstmal abbauen. Oh. Und haben wir noch mehr Steine? Wollen wir da nicht nur einen Ofen hin, sondern da sollen ein paar mehr. Ja, mach mal drei. Mach mal komplett drei. Danke dafür. Sehr schön. Keine Tomato. So passt das doch. Okay. So, dann fangen wir gleich mal an hier. Mal alles rein. Da passt du in Ordnung. Was eine Scheiße, oder? Ja, nee, lass mal bleiben, lass mal. So. Schmeißen wir hier schon mal wieder Brennstoff rein. Bam. Okay. Haben wir. Wie viele Dings haben wir jetzt noch? 56. Gott, die werden ja doch schneller leer, als ich dachte. Wir wollen hier ein 12er Stack hinmachen, da ein 12er Stack. Was auf der rechten sieht sogar. Na gut, gucken wir mal. Okay, das heißt, die Kiste müsste erstmal weg. Also wieder alles raus. Ach Gott, ist das. Der Dragon wollte mit mir Kontakt aufnehmen und weiß man nicht, ob man es darf, bin der allein. Keine Freunde, die spielen oder Skype anrufen. Wie ob man da. Kontaktdaten austauschen. So, dann muss ich hier weg. Ja, das wird also definitiv nicht in mein Inventar passen. Da bin ich mir aber sowas von hart sicher. Da könnte ich quasi einen Eintropf leisten. Hier wird das Ganze auch nicht reinpassen. Ach du Scheiße. Raus. Er hat seine Eltern gefragt, aber
auch nicht gehört. Also von mir aus könnt ihr hier eure Kontaktdaten austauschen. Komma, solltet nur darauf achten, komma, dass kein anderer on ist, komma, der mitlauscht. Easy. So, leer? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Mir fällt doch gerade ein, wir müssen doch noch ein paar Dwarver bauen mit einmal eins. Ach was, warum eigentlich? Warum eigentlich? Scheiße, ich sehe auch noch einen Weg. Okay, wir haben ein Problem. Ja, wir haben ein Riesenproblem. Oh shit. Okay, temporär muss ich immer noch die Kiste hinpacken. Nein, ich habe doch die Schleichtaste gedrückt. Geht doch. Ich meinte mit Audio anrufen und so. Das können die meistens machen. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Das verlöst mich jetzt die gesamte Kiste. Möchtest du jetzt etwa hier so Audio-Chat machen oder wie jetzt über meinen Test? Oh Mann, ey, das ist hier eine Mission, ey. Ja, ja. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Bin kurz weg. Wie lange nehme ich denn schon auf? Nicht, dass wir jetzt hier viel zu lange machen. Ach, gut. So. Das ist eine gute Zeit zum Pfeifen machen. Machen wir doch Viertelstundenfolgen. Okay. In dem Sinne, ciao und ciao.